Ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play World of Tanks und Replay-Zeit ist angesagt. Schön von meinem Namensvetter, meinem Real-Life-Namensvetter, sozusagen dem Andy, Andy ST, ein Replay zu haben. Und zwar mit seinem Tier 8 Carnarvon im, naja, 9er, 8er und 7er Gefecht Polargebiet. Und Andy, an dieser Stelle 46.000 Gefechte, also dir scheint World of Tanks definitiv Spaß zu machen. Die Teams recht fair, recht ausgeglichen. Ich würde sagen, da hat jetzt keine der beiden Seiten unbedingt ganz klare, krasse Vorteile. Natürlich zu sehen, dass die Gegnerseite nur ein TD hat, dafür aber schwere und mittlere Panzer. Würde ich jetzt sogar mal sagen, ist vorteilhaft auf dieser Karte. Hätte ich jetzt persönlich ein, zwei TDs unbedingt, müsste ich nicht unbedingt haben als Spieler. Aber von dem her, unterm Strich, immer noch alles gut. Weil man will ja auch versuchen, auch auf bösen Matchmaker irgendwie zu schimpfen. Ihr wisst ja, der Matchmaker ist ja ein Universalproblem. Wo fährt er denn hin? Das hat er ja noch nie gesehen. Ja, mal neues, neue Stellen in World of Tanks. Also die kannte ich jetzt so wirklich noch nicht, dass man da sich da so hochfährt. Naja, schauen wir doch mal. Fahrt er da echt da dem Häuschen auf Deckel. So, der T-44 noch eine Struktur. Ja, gibt's das? Ja, ist jetzt weg. Kanntet ihr die Stelle denn schon? Habt ihr die schon jemals gesehen, dass die jemand ausgefahren hat? Also mir ist die wirklich völligst neu. So. Mal schauen, wo dann der nächste Gegner bleibt, der sich da von hier schießen lassen will. Was natürlich schön ist, es ist keine Art hier im Spiel. Das Spiel ist immer angenehmer. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil. So. Ne, da kommt dann nicht drauf. Da hinten kommen schon langsam die Gegner rum. Aber noch steht der IS-3 und der Jagdtiger da ganz solide. Der einzige, der IS, ist schon ein bisschen angedrömelt. Aber da sind schon natürlich auch harte Brocken dabei. Also gerade der ST1 ist schon ein Gegner, der wirklich ein Gegner ist. So, IS, der 7er ist raus. So, jetzt schauen wir mal, was er macht. So, der ST. Genau, unten Lower Plate. Oh, jetzt pushen sie rum. Jetzt wollen sie Gas geben. Ne, da hat er der IS-3 im richtigen Moment sozusagen gedreht. Oh, der arme Mate hier unten von ihm. Ah, die waren nicht so schön gewählt, die Schüsse. Da war er ganz lange oben auf seinem Weakspot drauf, hat sich dann aber aufgrund der Bewegung umentschieden. So, jetzt müssen sie... Jetzt, Gott sei Dank, bleibt der Vorwärtsdrang der Gegner ein bisschen da. Das sieht man ganz gut. Also wenn sie jetzt vorwärts gedrückt hätten, wäre das ganz, ganz easy hier gewesen für die. Aber so... Wollen sie die jetzt wegsnipen? Und wegsnipen ist schwieriger. Also, jetzt, ja, nein, nein. Also man sieht, ein gut gedrückter Push mit mehreren Leuten macht auf jeden Fall Sinn. Aber hier sich da diesen Schlaghauptisch zu machen, ist fürs Gegnerteam doof. Weil da verlieren sie eigentlich unnötiges HP. Es werden... Gefühlt zwar immer mehr, aber sie verlieren halt auch ständig KP. Sein Jagdtiger-Kollege, der ist da auch noch ganz frisch. Der steht nämlich sehr gut. Der hat nämlich eine recht harte Platte oben. Und nur die ist zu sehen. Und ihr seht, die HP gehen peu à peu runter. So. So. Also, die machen das hier zu zweit sensationell gut. Stellen sich beide klasse hin. Und der Gegner macht es wiederum sehr schlecht. Drücken nicht so hoch, wie sie es machen müssten. Und deswegen kann er hier fleißig Damage sammeln. So, jetzt KV. Der ist auch jetzt im One-Shot-Bereich. Man darf nicht vergessen, beide sind jetzt nicht die Alpha-Monster. Die machen beide nicht so viel Schaden, deswegen locker hier möglich einen Push zu machen. So, der 1390 hat sich jetzt rangeschlichen von hinten und hat jetzt den KV, seinen
Ende bereitet. So, jetzt geht er auf den nächsten, dem T-34. Sensationell gemacht. Klasse Stellungskampf. So, Prototyp. Da hat sich das Gegnerteam richtig, richtig schlecht angestellt. In der Form, dass sie sich auf so einen Quatsch haben einlassen. Das hier seht immer mal zu bei sowas. Seid nicht zu langsam, sondern gibt Gas. Und man sieht hier in bester Hollywood-Manier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer hier. 7, 8 sogar, mit den beiden noch eingerechnet. Die hier sich von 2 haben aufreiben lassen. Also man sieht sich nochmal das Schlachtfeld an. Hier vorne der erste, 2, 3, 5, ne 7 sind's. Aber sensationell gespielt vom Jagdtiger und vom Carnarvon hier zusammen, die da wirklich in, ja ich würde schon sagen, ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein Vergleich ein, Brad Pitt, Lethal Weapon, Mel Gibson Style, mal hier wirklich das Letzte aus der Stellung rausgeholt haben. Das war ordentlich. So, schade, den muss man auch sagen, für 4700 Schaden nur 2 Kills. Aber das ist einfach natürlich auch dem Alpha geschuldet. Wenn der Alpha höher wäre, hätte er da mehr sich snacken können. Oh, auch nicht. So, und jetzt werden hier die Reste mitgenommen. So, zack, zack. Kriegt dann noch einen Schuss raus auf den AMX. Ja, schön. Oh, jetzt kommt bei denen hinten der T-54 rum. Nein, er geht nicht durch. Auto-Aim. So, T-54. Ah, ein bisschen zu kurz. Der T-54 macht jetzt erst nochmal den Tiger platt. Und da leider ein bisschen schlecht geschossen. Kriegt hier den Abprall, also seine Stahlwand hat er ganz klar verdient. Kriegt hier sehr viele Abpraller. Oben, oben, oben. Ja, sehr gut. Jetzt aber keiner mehr. Jetzt hat er auch nur noch 326 HP. Ist also jetzt hier für beide im One-Shot-Bereich. So, der konnte sich jetzt aber mal den Kill noch holen. Der war verdient. Ich hätte ihm mehr Kills gegönnt. Nein, schade. Hatte noch ein bisschen zu viel. Aber 5537 Schaden gemacht. Super. Also ohne ihn wäre, man könnte man hier sagen, wäre das auf jeden Fall nicht so ein ganz klarer Sieg gewesen. Also schön gespielt, hat mir sensationell die Stellung gehalten. Fand ich sehr nice, ich mag sowas. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Deswegen lasst mir doch ein Like da und sagt mir natürlich auch in euren Kommentaren, wie ihr das Replay findet. Bis bald, euer Alcaramba.